Guten Morgen alle zusammen. Ja, das ist Tag 5. Ja, der Morgen des Tages 5. Es ist ungefähr kurz vor 7. Es war ziemlich kalt heute Nacht, da es hier ein bisschen gefroren hat. Also es ist ja tagsüber in Italien jetzt schon echt warm. Ich habe gestern den ganzen Tag im T-Shirt im Auto gesessen, hatte die Fenster auch teilweise auf, hatte Sonnenbrille auf. Aber heute Nacht hat es wieder gefroren. Also ich habe heute Morgen um 4 irgendwann die Heizung angestellt, weil es mir dann doch ein bisschen zu kalt wurde und weil ich um 6 aufstehen wollte, damit es dann nicht ganz so bitterkalt ist. Ja, man sieht jetzt im Hintergrund endlich mal das Mittelmeer. Ich habe es gestern den ganzen Tag nicht gesehen, obwohl ich einen halben Tag dran vorbeigefahren bin. Aber die Straße war immer zu weit weg und ich hatte leider wegen der Schrankreparatur auch keine Zeit, mal hinzufahren. Ja, heute fahre ich wahrscheinlich ein bisschen direkter dran vorbei. Hingehen werde ich wahrscheinlich immer noch nicht können, denn die Tour heute wird noch ziemlich knapp werden. Deswegen bin ich auch so früh aufgestanden. Ich möchte jetzt gleich los. Ich bin jetzt hier gerade in Ancona und wenn ich bis Brindisi kommen wollte, das wären 690 Kilometer. Das mit meinem Gespann nicht zu schaffen. Mein Ziel ist Bari, das sind ungefähr 100 Kilometer weniger oder 150 Kilometer weniger. Da so in die Nähe möchte ich kommen, weil ich muss morgen früh um 11 bei der Fähre sein. Und da werde ich auch dann früh aufstehen, aber ja, mehr als 200 Kilometer kann ich dafür eigentlich nicht einplanen. Ja, die Nacht war ganz ruhig sonst. Ich hatte gestern ein bisschen Befürchtungen, weil hier eine Einflugschneise von einem Flughafen ist, wo ich Halt mache. Das war so ein Stellplatz aus der ADAC-App. Nicht der schönste, eigentlich ist es ein öffentlicher Parkplatz. Hier haben wohl offensichtlich Anwohner ihre Campingwagen abgestellt. Ich habe mich jetzt auch gestern Abend nicht so ganz sicher gefühlt, aber es ist über Nacht nichts gewesen. Man sieht es nicht, ich gucke hier gerade auf Friedhofsgruften. Ja, also auch das ist nicht so wahnsinnig toll, aber ich habe sonst ganz gut geschlafen. Meine Technik funktioniert im Wohnwagen auch ganz gut, was Batterien und alles angeht. Also ich hatte gestern Strom und kochen konnte ich sowieso mit Gas. Also das war alles gut. Ja, jetzt geht's los. Und dann werde ich mich heute Abend nochmal melden. Es sei denn natürlich, es gibt wieder irgendwelche Reparaturberichte.